So, was ist mit Night of the Flife? Ich habe das Ganze erstmal nochmal neu installiert und so, man weiß ja nie, vielleicht bringt es was oder auch nicht, keine Ahnung. Genau, also, noch kurz abcharakterieren. Also letzte Upcut schon wieder, fuck. Ich wollte noch saugen gehen und so, aber irgendwie habe ich es dann bestenfalls mit Zimmer gesaugt. nee, ich wollte noch halt collecten und so gehen, aber irgendwie, ich bin aufgegangen und ich weiß auch gar nicht mehr warum. Amplis auf dem Ringmaster sind aus. Hier laufen die noch ein bisschen. Lass mich mal ganz kurz überlegen, warum habe ich das nicht gemacht? Keine Ahnung. Ich aktiviere jetzt aber trotzdem nochmal die Amplis. Also gut, ich meine, Vote-Punkte sind sowieso mehr als genug, da im Prinzip ist das scheißegal, ganz im Ernst. Also da brauche ich jetzt eigentlich nicht rumgeizen, weil. Für was? Ja. Also einfach, warum? Macht einfach keinen Sinn. Ich meine, der Ringmaster hat irgendwie über 5000 Wortpunkte, ich habe hier über 4000 Wortpunkte. Also wenn die Amplis ausgehen, dann weiß ich auch nochmal. Dann weiß ich nicht mehr. So, das Ding minimieren wir mal schnell. Ich hoffe, es geht trotzdem weiter. Ah, jetzt sieht man die XP nicht mehr oben. Na gut, okay. Dann machen wir es eben so. Gut. Hier läuft noch ein Angel Rank Buff. 10%? War schon immer 10%? 5%? War das nicht schon mal mehr? War das immer bloß so wenig? Ich dachte mir, es wäre irgendwie so 50% oder so gewesen. Ich meine, ich kann natürlich jetzt komplett daneben liegen oder so. Das gibt es auch, ja. Aber. Okay. Naja, gut. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. So, Buffs habe ich doch bald drin, oder? Erst wieder drauf klarkommen und so wieder, okay, wieder zurück auf Life und so. Hey, aber ganz im Ernst, das schaut momentan schon so aus, als würde es besser laufen. Na, ich will es nicht jinxen. Ich jinx nix. Alles gut. Wo ist, ja, ich sag nichts mehr, Mann, ich bin leise. So. Display Damage. Gut, okay. 70%, wie wir kriegen momentan. 4%, okay, das geht. Ja, 11 Tage in Folge gewotet. Auf dem Ringmaster halt leider nicht, aber ich meine, das ist auch in Ordnung. Ich kann nicht überall voten. Beziehungsweise könnte ich, glaube ich, sogar schon, aber. nee, das. Man muss es nicht übertreiben. Ja, und ich meine, es bringt mir auch nichts. Ich habe Votepunkte bis zum Abwinken. Also, ich könnte mir wahrscheinlich auch diverse Masken und so gamblen. Was ich echt machen könnte. Oder ich könnte natürlich jetzt auch die Wortpunkte sparen und warten, bis ich persönlich wieder aktiv spiele. Also wahrscheinlich zu Season 4 oder so. Vielleicht Season 4. Alter, ich meine, mal ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie es euch da geht und so. Aber wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, so, ja, Season 4 ist wahrscheinlich dann so, pff, ich darf nichts sagen, weil sonst hängen sich die Leute wieder daran auf und sagen dann, hu, ihr habt das und das gesagt und. So, nach dem Motto. Ja, nee, aber. Naja. Ich denke mal, wann wird Season 3, Season 4 starten? Weihnachten? Vielleicht? Keine Ahnung. Irgendwann um Weihnachten rum, denke ich mal. Und. Es ist ja an sich nicht so weit entfernt und nicht so lang bis dahin. Aber die Sache ist halt einfach. Alter, irgendwie, die Zeit ist so schnelllebig geworden. Das ist echt heavy. Ich meine, damals halt so, ja, ein halbes Jahr bis Weihnachten oder so, ist noch ewig hin. Und jetzt irgendwie so, Alter, so 6 Monate und so, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie gefühlt nichts mehr. Ich weiß es nicht, warum. Keine Ahnung. Vielleicht geht es nur mir so, aber. Zeit ist nicht mehr das, was es mal war. Also. Ja. Sad life, aber. So ist das irgendwie. Naja. So, mal ganz kurz nochmal schnell nebenbei schauen, was meine Amazon-Bestellung macht. Zustellung Mittwoch. Naja, das passt doch. Perfekt, gut. So, der Ringmaster geht auch XP. Ach,
genau, wir wollten letztes. Ah, wir müssen das mal ein bisschen vorbereiten für Red Meteor dann. Ich überlege halt nur, wo ich mein Geld rein investiere. Ich meine, wir können jetzt auch die Perlen sparen. Ich meine, wir können natürlich generell erstmal kaufen. Das ist natürlich mal die erste Option. Wir könnten uns einfach so viele Teile kaufen, wie es geht. Beziehungsweise, wir können natürlich auch alles kaufen. Wobei ich jetzt schon ein bisschen was selbst erfarmen will, wenn es halt eben geht, weil wir werden sowieso das allermeiste nur kaufen können. Wenn überhaupt. Und ja, da denke ich halt mal so, dass das. Das ist mal das Problem, wahrscheinlich sein wird dann. Aber wie gesagt, mal schauen. Genau, wir können jetzt das Geld sparen und eben dann die Teile kaufen, die wir vielleicht nicht droppen. Oder wir könnten das Geld nutzen und hier unser Set auf plus 8 machen, das Jojo sockeln. Gut, davon würde wahrscheinlich nichts passieren, weil so viel Geld ist das halt nicht. Na, müssen wir mal schauen, ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder irgend so einen Soundbug im Hintergrund, Mann. Warum ist nicht alles so laut? Ach, weil ich es neu installiert habe und so. Ja, I see. Soundeffekt. Das BGM war, glaube ich, Musik, oder? Die geile Fly-Mucke machen wir jetzt einfach mal aus. So. PGM aus. Ich mach's nochmal eins unter der Mitte. Keine Ahnung, hat sich für mich so durchgesetzt. Warum auch immer. Und ich schaue gerade immer noch nach einer Seraph-Suit oder so. Also hier nach einer Rhymeth-Suit. Nee, warte mal, wir haben doch. Wir wollten einen Schuhporn. Ups. Schuhporn. Haben wir auch wieder nicht. Wir droppen halt nicht das Zeug, was wir brauchen. Einfach traurig spielen, Mann. Einfach nur traurig. Ich verschiebe die ganze Scheiße im Inventar. So. Wir haben Boots, wir haben Helm, wir brauchen noch Suit und Gowns, oder? 505 Set. Wenn wir das wollen. Ach komm, jetzt verschiebt doch die ganze Zeit. Naja gut, müssen wir mal schauen, ob das Ganze möglich ist. Um das Ganze eben zu kriegen, weil momentan sieht es nicht so aus, als würden wir es jetzt hier kriegen oder als würden wir jetzt Glück haben. Das könnte natürlich schon so ein bisschen kritisch noch werden. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen Ringmaster brauche. Das ist ja gut, ich hab Lifesteal. Ich weiß nicht, brauche ich das wirklich? Nee, ich denke nicht. Es gibt so viele coole Models. Oder Item. Ja, Models, Items, wie auch immer. In Clive. Ich meine, gebt euch das einfach mal. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es alle ausschauen so, aber. Vielleicht geht es nur mir so. Ja, ich meine, es sind nicht die coolen Sachen und so, aber. Hier zum Beispiel dieser Stuff oder so. Haben wir hier irgendwie. Nee, schade. Kann man denken, dieser. Ach, ups, das ist eine Axt. Hoppla. Ich glaube zumindest, dass diese Axt wirklich richtig cool ausschauen könnte. Und da gibt es irgendwie so viel Zeug in Fly, was echt cool ausschaut. Aber irgendwie wird halt sowas nie genutzt, irgendwie. Ich weiß nicht warum. Quicksell. Oh, naja, scheiß drauf, oder? 75k. Läuft. Läuft, 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 läuft. Ne, gehen wir direkt nach. Auf der Dark-Rathese will ich jetzt nicht. Ich will das normale Rathese vielleicht. Das macht es ein bisschen mehr Sinn. So, Rathesia einmal, Rathesia zweimal. Ich bin auf Channel. Okay, ich bin auf Channel 1 momentan. So, gehen wir kurz nach Flares. So, dann handeln wir das Ding mal schnell rüber.
Jetzt haben wir das Ganze zumindest mal hinter uns. Das ganze Master-Leveln und diesen ganzen... Ich will nicht sagen, dass es nervig oder so ist. Ganz im Gegenteil, ich finde es sogar ziemlich cool eigentlich. Und es ist... Ja, gewissermaßen noch einzigartig. Und macht Flife definitiv besser, als wenn es nicht da wäre. Aber zeitlich und so ist es natürlich... So ein bisschen ein anderes Thema. Ja, also... Zeitlich ist es natürlich immer so ein bisschen problematisch, weil durch diesen Job-Change und durch diese Master-Ding, da verbrennt man wirklich so viel Zeit irgendwie. Und wenn man es natürlich effizient leveln will, also ist es bei uns eh nicht der Fall meistens, aber wenn man es wollen würde, dann würde man einfach so viel Zeit hier vergeigen für nichts einfach. Und tja. Ah, ich kann es ja nicht mehr noch erwecken. Oh mein Gott. Ich kriege gar nicht viel, immer so viele Scrolls irgendwie. Hä? Okay. 9%. Eigentlich will ich die Boots gar nicht erwecken, weil es ist mit 14% schon ganz okay. Fürs Erste zumindest. Außer wir kriegen es irgendwie so 20-22% oder so, wenn du jetzt auch geil. 13, was haben wir hier? 14, ja. Speed 8. Speed 8 ist natürlich nochmal ganz cool. Ach komm. Ach, warte, was erwecke ich gerade? Ach, ich bin schon wieder bei Ranger-Teilen. Ach, fick mein Leben, Mann. Warum denke ich den ganzen Tag, dass ich ein Ranger bin? WTF? Ja, das ist wirklich wahrscheinlich das nächste oder ein Bogen oder so. Lol. So, Kritrate 51%. Ist nicht viel. Was bringt das Set hier für uns? Gar keine Kritrate. Okay. Verständlich. Okay, Geldtrops sind hier definitiv ein bisschen besser. 300k oder so, glaube ich. Ja, da kriegen wir schon ein bisschen mehr rein. Und ich meine, das Geld brauchen wir da auch wirklich dringendst. Und ja, ich glaube, bevor ich... Oder ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen würde. Einfach generell schon mal ein Set hier zusammensuchen, wenn wir eins kriegen würden. Also 120er. Und einfach später trotzdem farmen oder so? Ich weiß es nicht. Ich meine, dumm ist es nicht. Also verkaufen kann man safe. Und Geld brauchen wir sowieso, von dem her. Vielleicht ist es echt gar nicht mal so dumm. Ja, ich glaube, ich schau mal. Und ich meine, hätte man mal so ein Set und so, dann wäre es natürlich auch ganz cool. 75k hab, läuft. Bei den ganzen Moonstones wieder, man. Ich meine, wir haben momentan Moonstones, es sieht alles so rosig aus und so, aber die, ja, es täuscht. Der Schein trügt. Vielleicht wieder Level Up? Wie viel XP kriege ich hier bitte? Krass. Nee, die Sache ist natürlich einfach wirklich auch die, dass ich hier schon so ein bisschen... Beziehungsweise, ich weiß es nicht, kriegen wir wirklich mehr Moons als normal, oder? Boah, ich weiß es echt nicht. Vielleicht haben die auch die Rate im Moons gebufft, weil momentan... Was, für was habe ich schon ausgegeben? Ich habe sogar schon Moons ausgegeben, ein paar. Oris zwar auch schon ein paar, aber noch nicht so viel eigentlich, oder? Haben die vielleicht die Anzahl der Moons erhöht? Das könnte nicht sein. Wobei es irgendwie auch ein bisschen ein Fail wäre. Weil damit würden die den Progress dann doch wieder boosten irgendwie. Und das wollten die unbedingt verhindern. Natürlich die große Frage. Aber ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool, dass man hier universal oder unabhängig vom Level schon wirklich so viele Pena droppen kann. Ich meine... Ja, wir kommen hier ziemlich gut auf Geld, also man kann es irgendwie nicht sagen, dass es bei uns jetzt irgendwie langsam gehen würde oder so. Ganz im Gegenteil, also ich meine, Geld kommt ja wirklich ziemlich gut rein.
Ich kenne es selber, da gibt es irgendwie so vielleicht zu dem Level dann 50k und später gibt es irgendwie 500k oder so. Also das Ganze ist schon so aufgebaut, dass man wirklich. 110. Dass man wirklich, ja, schon auch mit einem bisschen geringeren Level dann sein Geld macht. Und das ist natürlich schon was Cooles, das muss man ganz ehrlich sagen. Würde es nochmal eigentlich Sinn machen? Warte mal ganz kurz. Hundertzwanzig Naja, gut, ich meine, streng genommen braucht man 120 kHp nicht mal. Tja. Aber nee, ich meine, ich will es mir nicht antun. Einfach, ich habe keine Lust einfach drauf. Ach, das ist so. Müsste man jetzt einen Knight hochziehen und. Beziehungsweise einen Ringmaster könnte man natürlich jetzt auch richtig tanky machen und so. Aber auch das läuft jetzt nicht einfach mal so von heute auf morgen. Ich meine, beziehungsweise Ringmaster Tank, glaube ich, geht das gar nicht mehr, weil die jetzt irgendwie das verhindert haben, dass du tanken kann oder irgendwie so ein Scheiß. Ah. Kill 2000 Kern. Was bringt denn dieses Server-Quest hier? Macht es wirklich jemand? Also ich finde das Ganze übrigens ziemlich cool. Also die Idee finde ich ziemlich cool. Ach hier, den machen schon einige scheinbar. 2000 Hundur Shopfoots. Kenne ich nicht mal. Ach, die Dinger da, lol, okay. Ja, ich weiß es nicht so genau. Es ist halt schon. Ja, gut, okay. Magic Dungeon Tool und so ist natürlich klar. Das wollen die Leute schon haben. Orb Drop Rate 5%. Ich meine, pff. Dafür stehe ich ja nicht mehr auf. Jetzt haben wir ein nice Teil gedroppt. Nice Helm. Will ich. Warte mal, überlegen. Was ist mir denn wichtiger? Prozent Speed habe ich gerade weggeschleudert. 13% und 2. 14. 14 haben wir schon. 14. So bis 150 ist er weg, ich. Bis 150 ist Kreuz runter. Eine gute Awakening natürlich jetzt schon wichtig. Ich meine, aber im Prinzip echt nichts gegen Erwecken. Also ich finde, Erwecken macht sogar bis zum gewissen Punkt, denke ich, sogar ziemlich Spaß. Jetzt nicht unendlich und so, klar, aber. Ja. Ich würde es, glaube ich, für keine anderen Leute erwecken. Aber jetzt selbst für mich erwecken oder so, finde ich okay. Wenn man halt die Items dazu hat. Wenn ich jetzt extra noch farmen muss und so, dann ist natürlich wieder was anderes. Aber wenn ich irgendwie hier gerade 10.000, 20.000 Scrolls habe und ich denke mal so, ja, erwecke ich mal. Finde ich okay. Na gut, mit aktuell einfach Pech. Sieht nicht gut aus. Nope. Leider kein Bild für uns heute. Gauns, 10% Attack. Es geht halt im Prinzip. Aber dann dieses Duty regt mich auf. Ja, und ich muss das hier jetzt machen, während wir leveln. Also eine 11% Duty ist einfach unter meinem Niveau. Sorry, aber. Crit-Rate wäre natürlich auch geil. Crit-Schaden, Crit-Rate. Nur jetzt eine hohe STR-Awake und Crit-Schaden dazu, so wären es natürlich richtig
assi und beschissen. Das Ding nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Was haben wir hier? 8, 27 STR, oder? Ja, 5 STR, 25 Dex. Ja, Dex. Bringt uns 4% Crit-Rate oder so, oder? 5%, genauer gesagt. Ja, wir brauchen halt auch die Crit-Rate. Ja, gefühlt hat schon was gebracht. Ist nicht übermäßig viel oder so, aber... Rhyme of Counts, nice. Bringt uns im Prinzip jetzt zwar nichts, aber... Naja. Ach, die habe ich sogar schon an, oder? Ja, RIP. Läuft mir heute. Können nochmal die Boots erwecken. Oder nochmal die Gowns. Ah, oh, was erwecke ich denn? Naja, Boots macht glaube ich schon Sinn. Mit diesen krassen Skulls da. Das hat schon ein bisschen Waste und so, ist klar, aber naja. So, war wie nix. Okay, ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.